Unterhalb der Stiftskirche zu Baumburg befindet sich das Vorzimmer zur Hölle. So hat mal ein Besucher unsere Gießerei genannt. Dieser Eindruck kann beim Anblick der 30 Jahre alten Formanlage durchaus entstehen. Aber ihr letztes Stündlein hat geschlagen. Nach längerer Planungszeit beginnen wir mit dem Bau eines neuen Formautomaten. Die am Abriss und Neubau beteiligten Firmen haben gemeinsam einen Zeitplan festgeschrieben, der eine sehr enge Zusammenarbeit erfordert. 37 Tage Bauzeit stehen zur Verfügung, die Wochenenden mit eingeschlossen. Knappe 6 Millionen Mark werden in dieser Zeit verbaut. Da darf nicht allzu viel daneben gehen. Ein Zurück gibt es nicht. Bald sind die Ausschachtungsarbeiten beendet. Jetzt müssen die Eisenflechter ihre wichtige Aufgabe erfüllen, dem Beton die richtige Stütze zu geben. Elf Tage sind bereits vergangen. Das Chaos ist bei uns eingekehrt. Eine scheinbar ziel- und planlose Unordnung lässt durchaus Zweifel am rechtzeitigen Gelingen aufkommen. Aber man soll ja die Flinte nicht vorzeitig ins Korn werfen. Positiv denken ist angesagt. Demzufolge haben wir also noch 26 Tage Zeit. Die Fundamente stehen. Auf der gesamten Baustelle wird mit äußerster Anstrengung gearbeitet. Das heillose Durcheinander scheint noch schlimmer zu sein. Aber was soll's? Die Jungs wissen ja doch ganz genau, was zu tun und zu lassen ist. Schließlich ist jeder ein Spezialist auf seinem Gebiet. Die Eisenmatten zur Bewehrung der Betondecke liegen bereits. Noch sind hier und da einige Korrekturen zu machen. Dann kann der Betonmischer kommen. In kurzer Zeit ist die Leitung montiert. Und dann heißt es: Beton Marsch. Für die Betonfacharbeiter ist das Glätten scheinbar ein Kinderspiel. Die Bauelemente für die Formanlage sind angeliefert. Ein erster prüfender Blick kann nicht schaden. Bald werden die Teile zu einer der modernsten Anlagen Europas montiert. Der Beton ist trocken. Und weiter geht's. Alle Beteiligten sind mit Eifer und Begeisterung bei der Sache. Seit 2 Wochen sind alle ganz gewaltig unter Druck. Im Dreischichtbetrieb wird praktisch rund um die Uhr gearbeitet. Für die genaue Ausrichtung der Anlagenteile ist der Richtmeister zuständig. Er trägt die Verantwortung dafür, dass alle Bauteile zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und dann steht das erste Bauteil. Etwas unscheinbar, aber äußerst wichtig. Und hier werden alle weiteren Maße bestimmt. Uns bleiben noch 13 Tage. Allmählich entwickelt sich ein Gefühl der Zuversicht.
Bis jetzt ist alles gut gegangen. Der Trichter für den Altsand wird installiert. Jetzt geht es nur noch langsam voran. Unzählige elektrische, hydraulische und pneumatische Verbindungen werden hergestellt und geprüft. Unter der Maschine im Keller wird auch emsig gearbeitet. Die Hydraulikaggregate werden montiert und Starkstromleitungen verlegt. Die Förderbänder für den Formsandtransport müssen angepasst und die Antriebsmotoren an das Stromnetz angeschlossen werden. In 9 Tagen soll alles geschafft sein. Heute werden die Schienen für den Formkastentransport verlegt. Die Bahnen müssen sehr genau ausgerichtet sein, um eine gleichmäßige Rollgeschwindigkeit zu garantieren. Hier ist exakte Teamarbeit gefragt. Mehr als 4 Wochen wurde hart gearbeitet. Jetzt werden Kabel verlegt, insgesamt mehr als 20 Kilometer. Wir können nur hoffen, dass alles richtig angeschlossen wird. Der Formsand muss bestimmte Eigenschaften haben. Das automatische Kontrollgerät wird justiert. Einige Tage vor der geplanten Inbetriebnahme werden die tonnenschweren Formkästen auf die Rollenbahnen gesetzt. 140 Einheiten müssen auf die 4 Bahnen verteilt werden. Mit Hochdruck wird an den berühmten Kleinigkeiten gearbeitet. Man hat das Gefühl, die Zeit rast davon. Noch 48 Stunden. Jeder weitere Tag Bauzeit bringt einen Produktionsverlust von ca. 6.000 Mark. Unsere unzufriedenen Kunden wagen gar nicht zu denken. Doch steht uns das Wochenende zur Verfügung, wo am Montag die Produktion mit der neuen Anlage beginnt. Hydraulikaggregate summen vor sich hin. Sie pumpen das Öl in die Leitungen und bringen die Maschine zum Erwachen. Einzelne Funktionen werden vorerst noch manuell getestet. Die Stunde der Elektroniker ist gekommen. Es gilt, noch einige Denksportaufgaben zu lösen.
Abläufe müssen aufeinander abgestimmt werden. Bruchteile von Sekunden können von entscheidender Bedeutung sein. Es klappt nicht alles beim ersten Mal. Der Chefelektroniker erklärt die Steuermöglichkeiten der einzelnen Formstrecken. Letzte Sicherheitsprüfungen vor dem Testlauf. Sonntag, der 37. Tag. Nur noch wenige Minuten und dann Knopfdruck. Der ganze riesige Mechanismus setzt sich in Bewegung. Schwand fließt in die Bunker. Die erste Form wird produziert. Das Drehkreuz mit den Modellen der Sandeinfülltrichter, die Eingussfräse, der Kastenabsenker, und Geschlosser und Elektriker voller Erwartung. Das ist sie, die erste Form, für die die Gießerei 5 Wochen auf den Kopf gestellt wurde. Der Oberkasten wird gewendet und auf den Unterkasten gesetzt. Und weiter geht's zur Gießstrecke. Heute wird allerdings noch nicht gegossen. Der erste Kasten hat seine Rundreise beendet. Der Sand wird ausgestoßen und landet im Keller auf Förderbändern, die ihn wieder zum Sandmischer transportieren. Stunde 0. Den Wettlauf mit der Zeit haben wir gewonnen. Pünktlich nach 37 Tagen Bauzeit wird die Anlage in Betrieb genommen. Ein hervorragend aufeinander eingespieltes Team hat eine Glanzleistung vollbracht. Mit dieser 6 Millionen Mark Investition ist die Zukunft der Gießerei und ihrer 100 Mitarbeiter gesichert.